Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part Ultimate Team nicht. Nein, Karrieremodus mit Arsenal. Ja, ich hoffe, euch hat der letzte Part gefallen. Ich habe euch ja gebeten, mir mal zu sagen, wie ihr das Spiel fandet und so. Es war ja sehr kläglich, muss man ganz klar sagen. Ich hätte da wirklich gewinnen können bei so vielen Chancen. Hab's dann aber am Ende nicht geschafft. Man könnte so sagen, wie einer meiner Abonnenten oder Zuschauer, ich weiß es nicht, The Cracks hat gesagt, ja, wenn du so viele Chancen hattest und die nicht reinmachst, dann hast du auch keinen Sieg verdient. Das ist immer so eine schwierige Sache, wenn man das so sieht. Wenn man das aus gegnerischer Sicht sieht, sage ich halt, ist es ein sehr glücklicher Punkt. Ich habe somit auf jeden Fall 2 Punkte verloren. Und das ist sehr ärgerlich. Muss dann natürlich an meiner Chancenverwertung arbeiten. Aber trotzdem, andererseits denke ich mir so, hey, du hast das ganze Spiel dominiert, gut gespielt. Nur halt das letzte Quäntchen hat gefehlt und dann, naja, schade. Außerdem hat noch einer geschrieben, und das war der Eldini, dass ich dieses grausame Lied am Ende immer wegmache. Das nervt ihn auch immer voll ab. Und wenn das Spiel halt startet, sage ich euch dann gleich nochmal, wenn ich dran denke. Naja. Und ja, ich habe auch immer gesagt, FIFA 13 hat coole Musik. Hat's auch. Aber es sind doch ein paar dabei, die mich mittlerweile ankotzen. Die mache ich dann noch einfach weg. Gut, jetzt steht das Spiel auf jeden Fall gegen Valencia an. Champions League, 3. Spiel und jetzt der schwerste Gegner. Die ersten beiden hat ja schon mal gewonnen, wie wir hier unschwer erkennen können. Und Podolski wartet ja noch auf seinen ersehnten Treffer, oder wie nennt man das? I've got mail. Juhu, ich bin wichtig. Eine WhatsApp-Nachricht hat mich soeben erreicht, das wollte ich hiermit mal gesagt haben. Gut, das nächste Spiel jetzt also mit Lukas Podolski. Mal gucken, was hatte ich überhaupt beim letzten Mal für ein... hässlich? Hässlicher? Am hässlich? Nein, geht noch, aber... Hier, nimmt mal euer drittes Trikot, das sieht richtig schön hässlich aus. Oder? Nimm mal das hier, blau. Ja, doch, das erkennt man auch super. Das ist dann den ihr Champions League Trikot. Ich will keinen Regen, ich will Schnee. Nein, will ich auch nicht. 5 Minuten Weltklasse. Irgendwie vergesse ich immer, das umzustellen. Aber egal. Aufstellung hier, Wilshere. Eigentlich darf der nicht so weit hinten stehen. Aber naja. So, Gervinho. Ich mach das so hin. Ich will, dass Podolski trifft und Podolski von da. Und Chamberlain von da und. Achso, dann wurde ja mal gesagt, Xavi ihn von Anfang an bringen. Aber für Gervinho? Eigentlich hier vorne im Sturm. Aber Xavi bleibt mein Ersatzmann. Das mache ich so, weil ich Bock drauf habe. Das muss einfach so sein. Das, wenn ihr wüsstet, wie meine andere Saison so abgeht. Und lass mal, ich mache mir da auch immer so voll... Was ist denn das für ein Grafikbug? Sieht ja mal voll komisch aus. Nachschuss. Irgendwie sieht der Rasen komisch aus, oder? Kommt mir das nur so vor? Vielleicht, weil ich halt immer den Xbox 360 Rasen gewohnt bin. Was ist denn das für ein scheiß Torwart? Der hält ja alle. Oh, ich schieße halt auch zu lasch, aber trotzdem. Yeah, das hat geregnet gerade. Naja, gut. Das Lied hier, achso, nur bei Ligaspielen. Hier geht das noch so. Champions League. Ah, ich spiele zu Hause gegen Valencia. Und jetzt geht's los. Was haben wir hier? Die Tabelle nochmal? Okay. Die haben ein Sieg und eine Niederlage. Sind Zweiter. Ja, da wollen wir nochmal... gesagt haben. So, ich gehe gleich mit Druck drauf. Ich hoffe, irgendwie FIFA läuft irgendwie. Habe ich gerade ein komisches Gefühl. Ja, das mit den Trikots ist ein bisschen irgendwie komisch. Naja. Naja, da reden wir mal nicht länger drüber. Ey, nimm diesen. Nimm diesen goldenen Ring von mir. Damn, damn. Oh, lässt er den durch? War das gewollt oder war das Zufall? Ja, ja. Ja, 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 ja. San, ja. Sag na, sag nee, sag nie. Yeah, baby. Nein. Och, Mann. Komm, bitte ins Aus wenigstens. Wenigstens ins Aus. Oh. Damit ist alles wieder vorbei. So. Nein, 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 nein. Valencia macht auch Fehlpässe. Nein, nein! Schieß! Was ist hier los? Tor! War für mich ein Tor.
Was, Podolski? Ist es denn wahr? Scheiße, was mache ich denn? Keine Ideen da vorne. So, ja, ich gehe dann mal los und dann hole ich mir irgendwann den Ball, ne? Ja, oh Gott. Flanke. Oh, das war aber eigentlich gut geflankt, aber irgendwie war der da von Leuten umzingelt. Kannst du nichts machen. Ja, komm. Ja, komm. Oh, gibt's denn sowas? So, Valencia muss da dran glauben. Valencia muss einfach dran glauben. Ein Spiel auf Weltklasse, das will ich ja nur noch mal erwähnt haben. No. Vermaelen, Vermaelen. Oh, aber im letzten Augenblick, meine Damen und Herren. So, das war doch schon mal ganz hübsch. Abgefälscht und drin, das Ding. Lukas Podolski. Entschuldigung, das ist so Lacher, aber es muss einfach sein. Das ist wirklich Erfolg hoch 10. Lukas hat jetzt mit sehr viel Glück dieses Tor gemacht. Der Lukas ist wieder an Bord. Und ich habe ihn mit Absicht auf die linke Seite, auf die rechte Seite gemacht, weil er damit links besser abschießen und abschließen kann. Alles so gewollt, alles so geplant. Nur das Gegentor, das darf jetzt nicht kommen. Nein. Knapp. 25 Minuten vorbei. Oh, das kenne ich von der KI mal gar nicht. So, hier ein bisschen ruhig wieder Spiel aufbauen und dann wieder den Ball vergeben. Alter, habt ihr es hier mitgekriegt? Das war schon wieder so haarscharf. Ja, ist klar. So, Valencia, die sind doch, glaube ich, waren, auf jeden Fall kenne ich immer, Valencia ist immer mit Bayern in der Gruppe. Ich glaube, die waren vor einer Weile da in der Gruppe mit denen und jetzt wieder, man weiß es nicht. Gervinho. Mit der Flanke, die da nicht hereinkam. Den muss ich haben. Nee. Aber den? Nee. Den hat er auch. Ja, fast. So. Dann machen wir ihn hier. So. Ja, nach vorne spielen. Sehr schön. Lukas. Ja, da war keiner, Lukas. Ne, hast du richtig gesehen? Ja, fein. Feiner Lukas. Genauso wie hier. Obwohl, der hat es nämlich richtig gemacht. So macht man es nämlich eigentlich. Gib weg von meinem Strafraum. Weg. Oh. Ich hoffe, ihr sterbt nicht auch mal 1000 Tode, so wie ich, wenn ich hier meine Spiele mache. Meine Güte. Irgendwann versagt das Herz, während ich hier eine Aufzeichnung mache. Tino Costa. Costa Cordalis. Was hat der nochmal gesungen? Ja, was hat denn Costa Cordalis nochmal gesungen? Kennt ihr den überhaupt? Ja. Oh, Ben! Das hat er gesungen. Anita! Ich sah sie irgendwo. Allein in Mexiko. Ja, schön! Jetzt könnte ich mir sogar ein Gegentor erlauben, aber das mache ich nicht. Ich will sie alle aus dem Haus raus verputzen. Nein, so geht man da nicht rein. So geht man da doch nicht rein. Nein, das habe ich das noch nie gelernt. Und weg. Und zisch und klack und weg. So, toll. Normalerweise hätte ich jetzt einen hohen Pass gemacht.
Wenn ihr mir tausendmal sagt, ich soll nicht die hohen Pässe machen, dann mache ich jetzt immer die flachen Pässe. Und dann klappt es wahrscheinlich genau dann immer nicht. Aber egal, ich führe zur Halbzeit, zur Halbzeit 2:0. Lukas Podolski und Kasorla haben es getan. Sie haben mich glücklich gemacht und euch hoffentlich auch. Was haben wir denn hier? Dortmund führt, ah, schön. Ja, deutsche Mannschaft, nimm mal gut dabei. Ja, schön. Gut, weiter geht's. Wir könnten jetzt mal hier so... So. Jo. Ja, da gehe ich doch mal, wenn keiner will, dann mache ich so einfach. Ja, aber Chamberlain, der muss heute auch noch sein Tor schießen. Ihr habt irgendwie gesagt, das habe ich gar nicht so... Oh, das war doch Hand. Ach doch nicht auf den. Wo kommen wir denn da hin? Der war irgendwie Spieler des Monats oder sowas. Habe ich irgendwo gehört, gelesen. Euch fällt immer alles auf. Ich gucke halt nicht alles mir so genau an. Wuhuhu. Ich bin der König der Welt. So. Das sieht nicht gut aus für mich. Da hat er getroffen, der Tino Costa Cordalis. Wenn es der denn war. Ja, sehr schön. Irgendwie habe ich den Ton nur noch auf einer Box. Was ist denn hier los? Also ich höre die Fans gerade nur noch auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich hoffe nicht. Wenn ja, es ist bei mir auch so. So, Gervinho, du kleiner, mach mich froh. Toll, und jetzt kommt Valencia, ne? Im Endspurt. Da muss ich wohl wieder Arshavin bringen, der dann wieder sein Törchen macht. Oh Gott! Ne! Alter, wie dreist ist das denn von diesem Jonas? Ist das dreist? Da führt man 2:0. Da frickelt der sich einen rum. Gut, dass er noch aufs Maul geflogen ist. Ah, sag nichts. Guck dir das mal an, ey. Lack. Nein, war schon ziemlich cool gemacht. Aber 2:0, ich führe 2:0. Verkack wieder mal. Da rege ich mich mal wieder. Uff. Geh jetzt mit der Kugel bis ins Tor. Ah, Flugkopfball angesetzt für den Arsch. Ein Flugkopfball in den Arsch. Toll. Kein Mensch hinten. Achso, ich bin auch offensiv eingestellt. Ja, ist klar. Wir machen das heute mal, weil es einfach wieder geil ist. Ja. Hätte mich nicht gewundert, wenn der reingegangen wäre. So, jetzt mal wieder. Beruhigen. Beruhigen. Sie sich auf den billigen Plätzen. Oh. Oh. Alles verkackt. Alles verkackt. Außer der Keeper. Und jetzt erstmal gucken, wer hier nicht mehr ganz frisch ist. Hier sind auch einige nicht mehr ganz frisch. Da kommt der rein. Ach, Arshavin kommt jetzt rein. Ist mir jetzt Latte. Wir machen das mal wieder so rum. Und einen behalte ich mir noch über für die letzten 10 Minuten, wenn da Not am Mann ist oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, jetzt haben wir wieder die 10 Minuten Wartepause hier an der Stelle. Übrigens... Sobald ich das Trikot bestellt habe und was weiß ich, für Arsenal das Trikot irgendwie besorgt habe, werde ich euch das auch sagen oder ihr werdet es in meinen Announcements sehen. Weg damit. Stand der Dinge ist noch, ich habe noch nichts gemacht. Nur mal so viel dazu. Ach, das war ein bisschen mutig, der Pass. Was frickelt der sich da einen rum? Chip, 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 chip und chap. Oh. Oh, Mist. Hätte der dann wäre ich im Tor. Konzentrieren. Es ist echt gerade harte Arbeit. Ich arbeite hier gerade. Es wird ein dreckiger Sieg, falls ich siegen sollte. Ein schmutziger, schweinischer Sieg. Oh, ey, wie kann man den denn so weit sich da vorlegen? Gottverdammter Profi. Fußballer. Legt sich einen Ball 5 Meter vor. Ungewollt.
Weil kein Skill. Und so wie ich kein Skill habt, fällt jetzt auch das Tor zum... Oh Mann. Kontaminierungsalarm. Ich habe mir jetzt auch nochmal extra vorgelegt gerade. Das war für den Arsch. Oh, der war nice da rausgeschossen. 2:0 Führung gibt man einfach mal raus, ist klar. So, Gervinho, jetzt kannst du gehen. Da kommt niemand. Niemand ist schneller als du. Es kann keiner schneller als du sein. Toll! Was war das jetzt? Elfmeter für Hand oder was? Was war denn das? Ich muss mich einfach mal freuen. Keine Ahnung, gelb. Parera, Pereira. Ich will es nochmal sehen. Gut, dass es mir nochmal zeigt. War da ein Foul im Spiel? Hä? War das jetzt Hand oder was? Ja, ich habe es nicht gesehen. Oh Gott. Hier, der kann auch gut schießen hier. Und diesmal fest. Ich habe Angst. Ja. Ja, herrlich. Sehr schön. Endlich wieder die Führung zum 3:2. Noch knappe 10 Minuten zu spielen. Schnell noch eine Auswechslung vollziehen. Tja. Wir können ja auch mal hier einen neuen Verteidiger reinbringen, ne? Dass da auch mal ein bisschen Spielpraxis so in der Champions League und so kommt, ne? Die sollen sich ja auch weiterentwickeln und jetzt aufpassen. Damit hier so eine Kacke nicht passiert. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt haben wir wieder 10 Sekunden Laberpause. Obwohl, bei der Auswechslung passiert nichts. Das geht schnell. Und wir dürfen nie vergessen, die Weltklasse-KI ist immer für einen übermächtigen Angriff in der Nachspielzeit gut. Wer das öfters auch schon erlebt hat, der weiß, was ich erleben kann. Dass ich auf mich warten kann. Oh Mann, siehst du, da geht's schon los. Das ist dieser übermächtige Angriff, von dem ich gerade geredet habe. Normalerweise würde ich den jetzt haben, aber ich habe ihn nicht und da ist das Tor. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich! Scheiße, Mann! Es kann nicht wahr sein! Ich rede noch davon und es passiert auch noch. Ich komme an den verfickten Ball nicht ran. Das sollten wir eigentlich rauspiepen. Ja. Und jetzt noch den Führungstreffer in der 92. Minute. In der 92. kommt da gleich noch einer. Da wird jetzt so lange nachgespielt, bis das Tor fällt. Für diese verfickte spanische Mannschaft, ey. Kotzen. Valencia. So. Ja, toll. Da habt ihr euer Unentschieden. Ihr habt es so gewollt. Und ihr bekommt es. Da ist es. Es ging ja nicht anders. Es ging nicht zu verhindern. Selbst wenn man wahrscheinlich mit dem Torwart die ganze Zeit den Ball hält und hinten so rumpasst, dann kommt irgendwo aus dem Nichts Chuck Norris an und macht das Tor. Podolski, bester Spieler. Ah, schön. 3:0 hat Dortmund immerhin gewonnen. Ganz toll. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Trifft endlich. Toll. Ah, wieder keine Befriedigung hier am Ende vom Video. Trotzdem. Oh Gott, jetzt kommen wieder irgendwelche zweideutigen Sprüche. Scheiße, hätte ich nicht so sagen dürfen. Naja, trotzdem bin ich hier hoffentlich das Hauptding in der Gruppe. Ja, schön, Lille hat nochmal gewonnen. Oder so. Naja, 3:3. Okay. Trotzdem, ich werde in die nächste Runde kommen. Das ist mein großes Ziel. Hauptsache nicht verlieren, das ist schon mal wichtig. Ha. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Dann bleibt einfach am Ball. Bis dann. Ciao, euer Wasti.